oh Scheiße, ich bin gerade mit meinem Fuß irgendwie geknickt. Und das fühlt sich wirklich echt richtig übel an. Ich habe gerade richtige Schmerzen. Also richtig innerliche Schmerzen. Also durch den Knochen richtig durchging. Ich könnte wetten, dass ich die nächsten 2, 3, 4 Tage diesen Fuß nicht bewegen kann. Wir werden notdürftig genau hier unter dieser Treppe pennen. Und wenn jemand was sagt, dann ist das notvoll. Und ich habe so Schmerzen drauf. Ich freue mich, wenn ich gleich in meinen Schlafsack liege. Das ist echt nicht cool. Das ist total entzündet und es schmerzt und schmerzt und schmerzt. Ich will einfach nicht aufhören zu schmerzen. Guten Morgen. Wir haben genau hier Notfall bivakiert. Direkt auf so ein, genau, da wo die ganzen Leute rumlaufen. Und mein Fuß geht sehr, sehr schlecht. Es schmerzt immer noch, ich kann überhaupt nicht drauf auftreten. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Das ist Survival-Situation. Aber zum Glück sollte es hier eine Bushaltestelle geben, der uns dann runter zum Tal bringen kann. Ja, wir haben jetzt, keine Ahnung, 7:30 oder so. Und so 14 Uhr kommt der. Guck mal, wie angeschwollen mein rechter Bein ist. Also ich habe gerade versucht, meinen Schuh anzuziehen und das ist eine absolute Qual. Ich kann überhaupt nicht drauf auftreten. Ich weiß nicht, wie ich das später machen soll. Mit dem Rucksack und so weiter. So, das Wasser kocht und jetzt wird Essen gemacht. So, Essen ist fertig. Ich muss sagen, sowohl die Nudeln als auch das Fleisch schmeckt gut. So, da vorne steht unser Bus. Wir werden jetzt hier einsteigen. So, wir sind angekommen und von hier aus dauert das voll lange bis zur Brücke. Das heißt, wir müssen gleich Taxi bestellen, damit wir die Sachen dahin transportieren können, weil das geht mit meinen Beinen, das geht überhaupt gar nicht klar. Der ist so fett angeschwollen. Wir werden jetzt gerade mit Taxi abgeholt. So, wir sind gerade Taxi gefahren und das hat 11 Euro gekostet, dieser eine Kilometer, diese ganzen Sachen hier rumzufahren. Aber Hauptsache, wir sind in der Nähe von unserem Pennplatz. Aber trotzdem haben wir noch ein paar hundert Meter, um diese Sachen hier rüber zu tragen, über den Fluss und so weiter. Und das wird richtig scheiße und schwer mit den Beinen. So, ich werde einmal diese Schwellung mit dem hier zusammen bin. Prüfen, ob das wirkt. So, mein Bruder ist gerade dabei, die Sachen nach da hinten hinzutragen. Beziehungsweise erstmal vielleicht nur ein Viertel des Weges, damit wir die Sachen besser im Auge haben. Weil ich kann die ja überhaupt gar nicht tragen mit meinem Fuß. Und guck mal, weil mein Bruder meinen Rucksack zu schwer findet, haben wir die Beutel, die da dran hangen, abgemacht. Und jetzt muss er dreimal hin und zurück laufen. Anstatt nur zweimal. Ich habe Arme wie Jesse Pinkman. Ganz langsam und vorsichtig. Wenn ich einmal ein bisschen zu unvorsichtig reintrete, dann tut das sofort so richtig weh. Da ist so richtig beschissen, mit dem Fuß jetzt hier runter zu laufen. Und danach nochmal über den Fluss rüber. Das wird gleich so richtig beschissen sein. Oh, fuck. Oh, tut das weh. Und extrem kaltes Wasser. Das war eine richtige Scheiße, damit hierher zu laufen. Das hat mir wirklich alles an Kräften weggemacht. Ich fühle mich heute so richtig, richtig, richtig ausgelaugt und schwach. Bei mir geht heute gar nichts mehr. Wegen diesem Scheißfuß. Das ist richtig anstrengend. Hoffentlich ist das morgen wieder besser. Oh. Ich bin für nichts zu gebrauchen gerade.
guck mal, wir werden hier von italienischen Bauarbeiterfahrzeugen belästigt. Mein Fuß, da fühlt sich zwar immer noch nicht ganz gut an, aber ich habe das Gefühl, dass der so langsam ein bisschen stabiler geworden ist als wie gestern. Also das heißt, Heilungsprozess Start kommt. Ich hoffe, ich kann die Tage wieder laufen. So, wenn mein Fuß immer noch kaputt ist und ich so richtig beschissen zum Wasser laufen kann, gebe ich dir die Wasserfilter, danke, damit du am Fluss diese ganzen leeren Plastikflaschen auffüllen kannst mit Wasser, damit wir Wasser saufen können. Ja. Währenddessen ich jetzt gerade die ganze Zeit hier rumliegen bin und darauf warte, dass mein Fuß heiler wird, ist mein Bruder zum nächsten Einkaufsladen hingelaufen, um dort einzukaufen. So, mein Bruder ist wieder zurückgekommen und er hat etwas eingekauft. Ja, ein bisschen Schnitzel, teures Bier. Und diese Zwiebel hier vorne. Diese Zwiebel, die werde ich jetzt einmal beschneiden und dann direkt hier in meine Wunde mit einbinden. Und ich sehe hier so einen leichten Bluterguss, das ist richtig beschissen. So, ich mache jetzt diesen Verband ab, pack da jetzt so eine versiffte Zwiebel rein. So, ich habe gerade die zwei Zwiebeln darauf gemacht. Ich bin sehr gespannt drauf, ob das besser wird, ob das schneller heilt. Diese italienischen Schnitzel, die sehen vom ersten Eindruck so richtig scheiße aus. Als ob die gleich so richtig scheiße schmecken. So, Essen ist fertig. Ich muss sagen, Nudeln schmecken gut, aber das Fleisch, das schmeckt so richtig billig. Wir sind gerade auferstanden. Und guck mal hier, mein Fuß, da fühlt sich immer noch total scheiße an. Der Krüppel hat putzt gerade Zähne. Es ist schon wieder dunkel geworden. Die Sonne ist langsam runter. Und wir kochen jetzt Reis. Das essen wir jetzt mit italienischem Brot. Aber ich finde, das schmeckt scheiße. Nächster Tag beginnt. Und man sieht auf jeden Fall, dass die Schwellung heute weniger da ist als gestern. So, ich habe gerade Urin gemacht und ich muss sagen, ich kann das mittlerweile ohne diesen Wanderstock, aber ich muss trotzdem extrem aufpassen, weil das zerrt bei jeder kleinsten Bewegung. Aber egal, lieber hier chillen, als zu Hause in der Wohnung, wo die ganze verseuchte Stadtluft einen in den Kopf drückt und man den ganzen Tag total depressiv und vollkommen energielos ist. Und guckt euch mal an, wie nass das hier vorne alles ist. Es hat hier alles so rumgetropft. Und diese ganze Erde ist auch hier nass. Das sieht man an den Unterschied zwischen das hier und das da drin. Guck mal hier. Hier vorne ist eine italienische Spinne. Die kriecht aus meinem Schlafsack raus. Was ist denn das für eine Spinnenart? Die sieht so komisch aus. Die sieht irgendwie giftiger aus als sonst. Die ist mir direkt aus meinem Schlafsack rausgekrabbelt. Das finde ich lustig. Wir haben gerade nachgegoogelt und das ist die giftigste Spinne in ganz Mitteleuropa. Und zwar der Dornenfinger. Die giftigste Spinne? Cool. Das ist die giftigste Spinne von meinem Schlafsack rausgekrabbelt. Ich übergebe dir den Filter, damit du diese ganzen Flaschen Wasser wieder vernünftig auffüllen kannst. Dieser urinfarbige Tee ist fertig. Die Nudeln werden gekocht. So, Essen ist fertig. Das Schnitzel schmeckt immer noch scheiße.